GSA Facts. Der Zweite Weltkrieg war grausam. Als er vorbei war, dachten sich daher viele Staaten nie wieder und schrieben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Diese sollte den Menschen vor der Macht und Willkür des Staates schützen. Das war 1948. Doch diese Allgemeine Erklärung kann man nicht einklagen. Heißt, irgendwie müssen diese Rechte noch verbindlich sein. Zum einen sind viele Menschenrechte in den Verfassungen der Länder verankert. Zum anderen wurden 1966 zwei Verträge geschlossen, die die Menschenrechte garantieren. Der Zivilpakt und der Sozialpakt. Die haben die meisten Länder der Welt unterschrieben. So können die Menschenrechte auch rechtlich durchgesetzt werden. Hinzu kommen Organe, die die Einhaltung der Menschenrechte kontrollieren. In Europa gibt es eine Besonderheit. Auch Einzelpersonen können sich beschweren, wenn sie glauben, Opfer einer Menschenrechtsverletzung geworden zu sein. Wenn alle Voraussetzungen stimmen, wird dann tatsächlich ein Gerichtsverfahren gegen den betreffenden Staat eingeleitet.